Eine Familie hat 30.000 Euro bei 1,5% Zinsen angelegt, um davon 10 Jahre lang zu leben. Frage: Welcher Betrag wird ihr am Ende jeden Jahres ausgezahlt? Da es sich hier um Jahresrenten handelt, dürfen wir diese Formel einsetzen. Aber Vorsicht, hier steht ein Minus. Es sind ja Jahresrenten und keine Jahresraten. Wir schreiben jetzt alles auf, was angegeben wird und auch, was gefragt wird. Angegeben wird das Startkapital, das sind diese 30.000 Euro. Angegeben wird auch der Prozentsatz, also ist klein p gleich 1,5. Angegeben wird auch die Anzahl Jahre, 10, also ist klein n gleich 10. Und angegeben wird auch das Endkapital, denn nach diesen 10 Jahren sind die 30.000 Euro verbraucht. Das Endkapital beträgt also 0 Euro. Was gefragt wird, ist hier die Rente. Er ist wie viel Euro? Wir beginnen zuerst damit, den Zinsfaktor Q zu bestimmen. Q ist gleich 1 plus P auf 100, also ist Q gleich 1 plus 1,5 auf 100. 1,5 auf 100, das macht 0,015. Plus 1, das macht 1,015. Jetzt setzen wir diese Formel ein. In dieser Formel ersetzen wir Cn durch 0, C0 durch 30.000, Q da, da und da durch 1,015, R, das ist die Unbekannte, wir lassen also diesen Buchstaben stehen. N, das ist die Anzahl Jahre, also ersetzen wir N da und da durch 10 und somit stoßen wir auf diese Rechnung. Diesen Term setzen wir links vom Gleichheitszeichen und dann wird er da mit einem Plus versehen. So stoßen wir auf diese Gleichung. Diese obere Zahl, die multipliziert, setzen wir noch rechts rüber, wo sie teilen wird. Und diese untere Zahl, die also teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und so stoßen wir auf diese Rechnung. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, also 30.000 mal 1,015 hoch 10. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um den Exponenten zu verlassen. So. Dann mal Bruch 1,015 minus 1. Jetzt einmal Kursortaste nach unten, um zum Nenner zu gelangen. 1,015 hoch 10. Jetzt wieder einmal Kursortaste nach rechts, um den Exponenten zu verlassen, minus 1 ist, wir finden hier 3253,03. Diese Antwort übertragen wir hierhin und vergessen natürlich nicht, sie in Euro auszudrücken. Also erhält die Familie jedes Jahr 3253,03 Euro. Und die Aufgabe ist beendet.